stelle den Förderaspekt, stelle deinen Förderaspekt nicht über den Wunsch deines Kindes, eine bestimmte Sportart ausüben zu wollen. Da liegt schon oft die Krux. Also nicht auf die Wünsche des Kindes einzugehen, sondern den Förderaspekt in den Vordergrund zu stellen, sodass das Kind aus dieser Sportart nach Ermessen der Eltern am meisten Nutzen zieht. Dazu eine kleine Geschichte. Ich organisiere deutschlandweit Kindersportcamps und eine Mutter kam auf mich zu und fragte mich: Herr Gerfen, glauben Sie, dass es eine gute Idee ist, dass ich mein Kind zum Kampfsporttraining anmelde, da es in der Schule gemobbt wird und es an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein mangelt, um sich dann entsprechend auch durchzusetzen? Wäre es nicht ratsam, ein Training in einem Kampfsportverein anzustreben, um dem Kind dadurch wieder mehr Stärke zu vermitteln? Ja, definitiv, so lautete meine Antwort. Versuchen Sie es, gehen Sie mit Ihrem Kind 2-3 Mal hin. Wenn Ihr Kind nach dem ersten Mal keine Lust hat, dann gehen Sie noch ein zweites oder drittes Mal dorthin, weil es kann dann die verschiedensten Ursachen geben, warum das Kind vielleicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal keine Lust hat. Aber spätestens nach dem dritten Mal, wenn Ihr Kind sagt: Mama, das ist nichts für mich, das ist nicht so die Sportart, mit der ich mich identifiziere oder wo ich glücklich bin, was ich gerne mache, was ich vom Herzen mache, was mir Spaß macht. Da sollte dann der Cut erfolgen und dann sagen, und dann sollten Sie auch ganz ehrlich sagen: Okay, gut gemeint, aber das klappt dann nicht. Ich habe dann infolgedessen auch den Tipp gegeben, einen Sportverein zu suchen, in dem das Kind Freude entwickelt, indem das Kind Erfolgserlebnisse sammelt. Denn über diese Erfolgserlebnisse wird es auch stärker. Stärkt sein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und das transportiert das Kind dann halt auch in andere Bereiche seines Lebens. Na, jetzt stehst du am Spielfeldrand eines Fußballplatzes oder du sitzt in einer Sporthalle und dein Kind absolviert sein erstes Probetraining in einem neuen Sportverein. Das kann gut laufen, muss aber nicht unbedingt gut laufen. Als ich mit 5,5 Jahren zum ersten Mal zu einem Handballtraining ging, in dem kleinen Dorf, in dem ich aufwuchs, waren die Rahmenbedingungen gut. Ich kannte die anderen Kinder aus der Nachbarschaft oder aus dem Kindergarten. Der Trainer war empathisch und ich habe meinen Sport, den Handballsport, für mich entdeckt und lieben gelernt. Als mein großer Sohn ungefähr in dem Alter, wie ich damals, als ich zum Handball ging, zum Fußballtraining ging, war die Ernüchterung und die Enttäuschung groß. Denn der Umgangston war dort rau, der Trainer alles andere als empathisch und die Liebe und die Freude stellte sich nicht ein bei ihm. Und es dauerte dann fortan eine ganze Weile, bis wir einen neuen Anlauf unternahmen und er dann glücklich in einem anderen Verein mit seinem Fußball wurde. Ein nächster Tipp: Suche das Gespräch mit dem Übungsleiter, also mit dem Trainer. Speziell, wenn du beim ersten, zweiten Mal das Gefühl hast, dass das Training an der einen oder anderen Stelle nicht altersgerecht aufgebaut ist. Ich weiß noch, dass mein kleiner Sohn mit 3 Jahren bereits zum ersten Mal bei einem Fußballtraining war und dass die 3-Jährigen dann mit den 6-Jährigen zusammen trainierten und die 6-Jährigen, also die Großen, die Kleinen, irgendwann überrannten und mein Kleiner und auch die anderen in dem Alter einfach keine Lust mehr hatten, weil sie einfach körperlich zu schwach gegenüber den Älteren waren. Auch das Training war sehr sportartspezifisch, also sehr fußballlastig aufgebaut. Ich habe dann mit dem Trainer gesprochen und ihn darum gebeten, die Gruppe zu teilen, also altersgerecht zu teilen, die 3- und 4-Jährigen zusammen und die 5- und 6-Jährigen zusammen, sodass dann alle in ihren Altersfeldern mehr Spaß wieder an dem Training hatten. Es wurden dann auch viel mehr Elemente aus anderen Sportarten mit eingebaut, speziell aus dem Turnbereich. Also das ganze Training war nicht mehr so fußballlastig, sondern hatte mehr einen Fokus auf unterschiedlichste Bewegungsformen, wo natürlich auch mal ein Ball mit im Spiel war, aber nicht mehr ganz spezifisch auf Fußball ausgelegt.
Das ist mein Tipp. Also ich möchte da auch eine Lanze brechen für all die Trainer da draußen, die das ehrenamtlich machen, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Wir dürfen nicht erwarten, dass das Training immer wissenschaftlich nach neuesten Erkenntnissen aufgebaut ist, sondern wir können ein Stück weit froh und dankbar sein, dass es diese Trainer gibt, die ganz oft kein Geld dafür bekommen, das wirklich ehrenamtlich machen. Und von daher suche das Gespräch, wenn du das Gefühl hast, es ist noch Optimierungsbedarf vorhanden. Aber das auch an zweiter Stelle, wenn die Kommunikation nicht stattfindet, beziehungsweise der Trainer das ablehnt und dein Kind nach und nach die Lust verliert, dann solltest du dich nach Alternativen umschauen. Denn das wäre natürlich auch sehr schade, wenn dein Kind, wenn jetzt bei dem Beispiel Fußball zu bleiben, ein Talent für diese Sportart hat, es aber dadurch dann in seiner Entwicklung ausgebremst wird. Also von daher solltest du dann nach einer gewissen Zeit auch nach Alternativen schauen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wichtige Tipps und Hilfestellungen geben. Vertraue der Intuition deines Kindes und stelle nicht den Förderungsaspekt in den Vordergrund, sondern die Wünsche und Bedürfnisse deines Kindes in Bezug auf die Ausführung einer Sportart bzw. der Wahl eines Sportvereins. Das ist im Grunde genommen schon das ganze Geheimnis, wenn man so will.